Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer zweiten Online-Lesung hier bei uns in der anderen Buchhandlung in Rostock am Abend des 8. Mai 2020, der 75. Jahrestag des Kriegsendes. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Mit dieser Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes hat der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Interpretation dieses Tages eindeutig gesetzt. Noch vor dem Corona-Lockdown war hier für diesen Abend eine öffentliche Lesung geplant. Der Lockdown hat dieses Vorhaben gestoppt. Wilfried Knees, Pastor der evangelischen Innenstadtgemeinde Rostocks, hat sich dadurch nicht stoppen lassen und diese Online-Lesung und Gedenkveranstaltung, der Sie jetzt beiwohnen, kuratiert und organisiert. Sie hören nun verschiedene Autorinnen und Autoren, gelesen von Rostockerinnen und Rostockern. Sie hören als erste Sarah Sophia Jung, Studentin an der Universität Rostock. Ja, ich werde ein Stück aus Günter Kunerts Buch Erwachsenenspiele vorlesen. Das ist eine Autobiografie. Und er nimmt uns darin mit in seine Kindheit und Jugend. In dem Buch werden so die ersten 50 Jahre seines Lebens erzählt. 1929 ist er geboren. Und es beginnt also 1945. Wir sind in einem Keller unter einem Berliner Wohnhaus. Und dort haben sich die Menschen vor den Bombenangriffen zurückgezogen. Krieg ist eine strapaziöse Affäre. Der Lebensrhythmus, längst schon durcheinander geraten, zerfällt in immer kleinere, unregelmäßige Einheiten. Man schläft im Sitzen, erwacht mit erstarrten Gliedern nach Stunden, die tatsächlich aber nur Minuten gedauert haben. Dafür scheint dem Wachenden die Stunde aus 200 Minuten zu bestehen. Jede Unterbrechung im Zeitstillstand wird dankbar wahrgenommen. Ungewöhnlich aufmerksam betrachte ich meinen Vater. Krachend und knackend malt er Weizenkörner, unsere eiserne Ration, mit einer zwischen den Knien festgeklemmten Kaffeemühle zu grobem Mehl. Denn meine Mutter will Brot backen. Mit dem Mehl ausgerüstet, steigt sie in den vierten Stock in die Küche unserer Unterkunft und heizt mit Kleinholz den Backherd an. Doch schon nach 10 Minuten ist sie wieder bei uns im Keller. Das Brot ist misslungen. Mitten im Backvorgang schlägt eine Granate den Schornstein vom Dach. Das Feuer, ohne Zug, erlischt. Und wir verspeisen angewärmten Weizenbrei. Und sind auch noch froh, dass wir überhaupt etwas in den Magen kriegen. Bahnhofsatmosphäre, Wartesaal 3. Klasse. Man erwartet, außer uns dreien, mit Bangen den nächsten Zug der Zeit. Der Detektorbesitzer ist in der Haltung des Lauschenden immer mehr in sich zusammengesunken. Ohnehin herrscht eine gespannte Reglosigkeit. Ein Panoptikum, in dem sich manchmal eine Wachsfigur erhebt, verschwindet, wiederkehrt, um die alte Sitzposition einzunehmen und die Fiktion von Leben zu widerlegen. Unverhoffter Besuch in unserer Abseite. Die junge Frau aus dem Schoß der Arbeiterklasse betritt unsere Nebenhöhle und setzt sich neben mich. Man hat sie vor diesem Besuch gewarnt. Gar zurückhalten wollen, hat sie ermahnt und an ihr Deutschtum appelliert, wo doch ihr Mann als Soldat an der Front sei. Doch die Macht der Zwergdiktatoren ist gebrochen. Der Bann lockert sich rasch. Wir sitzen eng nebeneinander und ineinander vertieft, realitätsabgewandt, schattengetarnt, vom milden Kerzenflacker eher verborgen als beleuchtet, von Evelyn Künicke eingestimmt. So wird's nie wieder sein, bei Kerzenlicht und Wein. Der Wein fehlt, wird aber nicht vermisst. Aufgestört von nebenan ausbrechender Hektik entschlingen wir uns. Der Detektormensch hat eine neue Nachricht aus dem Äther geholt. Und wir werden sogleich eine Falsettstimme mit dem um 12 Jahre verspäteten Satz vernehmen. Der Führer ist tot.
Keine Verlockung hält mich mehr auf der knarrenden Korkbank. Ich muss die gute Neuigkeit sofort den Jungen im Hausflur bringen, male mir schon aus, wie ich bei ihnen erscheine. Jungs, ihr könnt nach Hause gehen. Wie unter Drogeneinfluss steigert sich mein körperliches Befinden. Vorgefühl des dramatischen Augenblicks, den ich zu inszenieren gedenke. Ich winde mich zwischen plötzlich führerlos gewordenen Verwirrten hindurch und stoße auf den Hausobmann, den Werkschutzbeauftragten in der Gasanstalt hinter der nächsten Ecke. Morgen früh werden ihn die Russen abholen, weil er die koksabladenden Ostarbeiter zu verprügeln pflegte. Alles aufgeregte Reden übertönt, ruft er über die Köpfe hinweg. Im Heizungskeller ist ein Feuer angezündet worden. Wer etwas verbrennen möchte? Der unvollendete Satz macht jedem klar, dass das letzte Stündlein geschlagen hat. Möglicherweise sogar für die eigene Person. Getümmel setzt ein. Papiere werden hervorgezerrt, Dokumente, Ausweise, Fotos, Indizien für die eigene Schuld. Für die Mitverantwortung an dem Komplex Drittes Reich. Ab ins Fegefeuer mit dem belastenden Material, auf das man selber gereinigt und geläutert aus dem Keller in eine neue Zeit hervorgehe. Ich ahne nicht, dass es kaum einen Tag dauert, bis jeder der verzweifelt Agierenden einen jüdischen Bekannten gehabt haben würde, einen jüdischen Hausarzt, einen jüdischen Chef. Im Übrigen hat man ja einen kommunistischen Großvater sein eigen nennen können und war sowieso immer schon dagegen gewesen. Morgen früh werde ich mich unter lauter Opfern des Faschismus befinden. Als nächstes hören Sie Pastor Wilfried Knies. Am 10. Mai 1945, zwei Tage nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, hält Thomas Mann von Kalifornien aus eine Rundfunkansprache für deutsche Zuhörer. Die Stunde ist groß, nicht nur für die Siegerwelt, auch für Deutschland. Die Stunde, wo der Drache zur Strecke gebracht ist, das wüste und krankhafte Ungeheuer Nationalsozialismus verröchelt und Deutschland von dem Fluch wenigstens befreit, das Land Hitlers zu heißen. Wenn es sich selbst hätte befreien können, früher, als noch Zeit dazu war, oder selbst spät, noch im letzten Augenblick, wenn es selbst mit Glockenschlag und beethovenscher Musik seine Befreiung, seine Rückkehr zur Menschheit hätte feiern können, anstatt dass nun das Ende des Hitlertums zugleich der völlige Zusammenbruch Deutschlands ist. Freilich, das wäre besser, wäre das Allerwünschenswerteste gewesen. So beeindruckend Thomas Manns Worte sind, hat er mit der Rede vom Drachen und dem krankhaften Ungeheuer nicht dem Vorschub geleistet, dass sich ein ganzes Volk aus der Verantwortung stiehlt. Hannah Arendt, von der wir heute zum Abschluss auch einen Textauszug hören werden, sie spricht später in einer Studie über Adolf Eichmann von der Banalität des Bösen. Kein Dämon oder Ungeheuer, ein normaler Mensch sei er gewesen, der Cheforganisator der Deportation von Juden. Viele konnten das kaum ertragen. Hannah Arendt wurde angefeindet für diese Einschätzung. Die Nazis, normale Menschen, keine Ungeheuer? In jedem Kind wird Christus geboren und ein Teufel. Diesen Satz finde ich in den privaten Tagebüchern von Marie-Louise Kaschnitz. Angesichts der Urstände von Gewalt und politischem Mord in unseren Tagen, auch in Deutschland, müssen wir fragen, woher rührt das? Wie kann es dazu kommen? Bleiben wir immer Nachfahren Kains? Steht denn Abel niemals auf? Wir Christen glauben, Abel ist aufgestanden und sind doch nicht dem Rad in die Speichen gefallen, sind mitverantwortlich für den Wahn, der zu dem Versuch führte, jüdisches Leben in Deutschland und in Europa auszulöschen.
Darum freue ich mich heute ganz besonders, dass Juri Rossow, der Leiter der jüdischen Gemeinde Rostock, uns auch einen Text zur Verfügung gestellt hat. Heute, da die jüdische Gemeinde nach 10 Wochen zum ersten Mal wieder den Schabbat feiert. Wir müssen die Grundfragen wieder neu stellen. Der 8. Mai ist kein abgeschlossenes Kapitel für die Geschichtsbücher. Die Frage, woher rührt der Antisemitismus? Wer hat etwas davon, wenn Menschen Krieg führen gegeneinander und gegen die Grundlagen des Lebens? Es gab einmal den Konsens, nie wieder Krieg, nie wieder von deutschem Boden aus. Und heute ist Made in Germany wieder gefragt für Kriegsschiffe, U-Boote und Waffensysteme. Und im vergangenen Jahr ist der Waffenexport aus Deutschland wieder einmal gestiegen. Wir haben den Frieden zu lernen. Immer noch. Dringend. Ich danke allen, die heute mitwirken. Und wenn ich hier in die Runde schaue, danke ich Ulrika Rinke vom Literaturhaus, der Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück, Frau Katrin Möller-Funk vom Kempowski-Archiv, Frau Christina Innemann von der katholischen Gemeinde in Rostock, Herrn Reno Stutz von der Geschichtswerkstatt, Theodor Kehn, Theologiestudent. Ich danke natürlich vor allem unserem Gastgeber, Herrn Kuiper, hier in der anderen Buchhandlung. Ich danke unseren Technikern, Philipp Lehner und Thomas Braun. Und ganz besonders dankbar bin ich, dass alles mit vorbereitet wurde, mitbedacht wurde von Lorenz Meck, dem ich jetzt das Wort übergebe. Hallo und herzlich willkommen auch von mir hier in der anderen Buchhandlung zur heutigen Lesung. Gleich vorab, der Laubbläser, den Sie vielleicht gehört haben, der gehört nicht mit zum Programm. Falls Sie nicht gehört haben, ist auch gut. Ich durfte mir für den heutigen Tage, für die heutige Lesung, ein paar kritische Gedanken machen zu den beiden Begriffen Befreiung oder Niederlage. Und vielleicht können Sie da ja was von mitnehmen. Vielleicht bringen die Gedanken ja was. Wer sich in diesen Tagen etwas in den Medien umhört, der findet sehr ambivalente Positionen vor. Katrin Göring-Eckardt nennt den 8. Mai einen Tag der Befreiung. Cem Özdemir sieht darin den Sieg über den Naziterror und die Befreiung der deutschen Konzentrationslager. Und Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion, lässt verlauten, wer die Kapitulation Nazi-Deutschlands noch heute allen Ernstes als Niederlage bezeichnet, zeigt eindeutig, dass er sich in der Tradition von Faschisten versteht. Nur Alexander Gauland beklagt den 8. Mai als Tag des Verlustes von Gestaltungsmöglichkeit. Für ihn ist es der Tag der absoluten Niederlage. In meinem ersten Redeentwurf für diesen kleinen Beitrag sprach ich mich durchaus dafür aus, wieder von einer Niederlage zu sprechen. Ihr allerdings das Attribut heilsam anzufügen. Was mich an der Rede von einer Befreiung irritiert, ein Reden von der Befreiung zieht nach sich, dass da eine Diktatur war, die allen außer sich selbst verhasst war. Die vollumfängliche Befreiung suggeriert, auch ganz Deutschland hätte nur darauf gewartet, dass die Alliierten kommen und das deutsche Volk endlich von den Widrigkeiten eines Herrn Hitler befreien. Wenn eine Gesellschaft, aus der die Täter kamen, von einer Befreiung spricht, so mag schnell der Eindruck entstehen, den Martha Gellhorn hatte, wir haben sie Sonntag gehört, als sie mit amerikanischen GIs im April 1945 nach Deutschland kam. Die Nazis waren höchstens die anderen, irgendwo im jeweils anderen Dorf, wie wir gelitten haben. Eines der Dinge, die ich im Philosophiestudium recht früh eingebläut bekommen habe, war die Mahnung, immerzu nach dem Gegenstand in der realen Welt zu fragen, nach dem sich seine Bezeichnung richtet. Das hört sich sehr abstrakt an, aber wenn wir das auf das jetzige Thema münzen, fällt schnell auf, dass es für das Schicksal der Juden, Homosexuellen oder Sinti ein Hohn ist, von einer Niederlage zu sprechen. Genauso unpassend ist es aber, überzeugten Nationalsozialisten und opportunistischen Profiteuren der Nazi-Herrschaft eine Befreiung anzuhängen. Möchte man das umgehen, das Problem, so muss man dem Begriff der Niederlage entweder ein Stück Befreiung anhängen oder dem Begriff der Befreiung ein Stückchen Niederlage.
Damit geht aber genau die Trennlinie verloren, die den Begriffsstreit konstituiert. Im Akademischen nennt man die Entscheidung zwischen Befreiung oder Niederlage oder überhaupt das Ringen einen Deutungsmachtkonflikt. Zwei unterschiedliche Gruppen versuchen geschickt, ihre Interpretation eines Tages in Stellung zu bringen. Mit dem Ringen um den passenden Begriff enthebt man sich aber eines vorbehaltlosen Verstehenwollens des anderen. Die beiden Begriffe sorgen nun dafür, wo man weltanschaulich steht und meistens auch stehen bleibt. Wir wollen heute versuchen, den Stichworten Niederlage und Befreiung Texte vorauszuschicken. Wir Gastgeber hoffen dabei, dass die Texte verschiedene Perspektiven besser einfangen können als ein begrifflicher Kampf, als ein begriffliches Ringen um Deutung. Bringen auch Sie Ihren Blickwinkel im Gespräch untereinander und mit den letzten Zeitzeugen ein. Danke. Frau Regine Lück, die Bürgerschaftspräsidentin der Hansestadt Rostock. Gedenken und Erinnern schließt für mich die Opfer, die Verfolgten, aber auch die Befreier mit ein. Und die Befreier, damit meine ich die Rote Armee, die die Hauptlast des Zweiten Weltkrieges getragen hat, aber auch die alliierten Kräfte. Und ich habe mir aus der Sicht der Befreier zwei Abschnitte, Auszüge ausgesucht, einmal aus 77 Jahre Rostock, neue Beiträge zur Stadtgeschichte und einem Interview des Gardekapitäns und Bataillonskommandeurs der 65. Armee der Baltischen, der Belarussischen Front. Der deutsche Stadtkommandant, ein Reserveoffizier, konnte sich nicht entschließen, Rostock zur offenen Stadt zu erklären und zu übergeben. In den Mittagsstunden hatten die sowjetischen Panzer die südöstliche Stadtgrenze erreicht. An der ehemaligen Ausflugsgaststätte Weißes Kreuz, die als Nähstube der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt diente, wehte den Soldaten eine Hakenkreuzfahne entgegen, worauf das Haus beschossen und zerstört wurde. Als der an der Spitze fahrende Panzer an der Brücke am Mühlendamm angelangt war, zündete ein deutscher Polizeioffizier die Sprengladung unter der Brücke. Vermutlich eine Seemine, die mit einer Panzerfaust zur Explosion gebracht wurde. Der Panzer flog in die Luft und die 5 Besatzungsmitglieder fanden den Tod. Die jungen Soldaten waren 20 bis 31 Jahre alt. Der Beschuss des angrenzenden Stadtgebietes setzte ein, wobei ein auf den Schienen stehender Munitionszug explodierte. Eine gewaltige Detonation erschütterte die Stadt. Auf weitere militärische Schläge verzichtete die Rote Armee. Es kam nicht zur Eskalation. Fortführen möchte ich mit dem Interview. Der Gardekapitän Dimitrevski hat am Morgen des 1. Mai mit seinem Führungspanzer bald das Panorama der Hansestadt vor sich. An den Kirchturmstümpfen war die schwer beschädigte Altstadt mit bloßem Auge gut zu sehen. Dann stand da plötzlich ein Mann in Höhe des Verbindungswegs an der Straßenkante, der seine beiden Arme schwenkte. War der Kerl lebensmüde oder was hatte er vor? Dimitrevski ließ stoppen und winkte ihn heran, um zu hören, was er zu sagen hatte. Er konnte ihn verstehen, denn er hatte in der Schule die deutsche Sprache erlernt. Der Mann sagte, dass die Mühlendammbrücke bereits gesprengt sei und nur noch ein Weg über die Petribrücke führe. Darum meldet sich also Wassili Spee-Panzer nicht mehr, dachte er. Er entschied sich dann, dem Mann zu vertrauen. Er gab den Befehl zum Einbiegen in den Verbindungsweg zur Petribrücke. Ohne weiteren Aufenthalt und Verluste fuhren die Panzer, es waren 21, über den Fluss, durch die Stadt und weiter bis nach Warnemünde. Als die Ostsee dann so friedlich dalag, da umarmten sich die Rotarmisten, denn sie konnten ihr Glück kaum fassen, dass nach 1400 Kriegstagen für sie der Krieg zu Ende war. Es war Frieden.
und er erinnert sich weiter. Bei der Besetzung der Stadt wurden Zwangsarbeiter, die in und um Rostock in Baracken hausten, befreit. Ostlisten des neuen Friedhofs, in denen die Anlieferung von Toten registriert wurde, geht hervor, dass es Zwangsarbeiter bzw. Kriegsgefangenenlager in folgenden Orten gab: Flugzeugwerke Heinkel, Marienehe, Arado-Flugzeugwerke Warnemünde, Russenlager, Baracke Sportpalast, Rodewerft Gehlsdorf, Lager Brinkmannsdorf, wo polnische Zwangsarbeiter untergebracht waren, Lager Kröpeliner Tor und weitere. Das sind Angaben aus dem Stadtarchiv. Und abschließend möchte ich mit dem Bericht der Stadtverwaltung Rostock an die Landesverwaltung Mecklenburg zur Situation der Stadt im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges. Rostocks Bausubstanz hatte erhebliche Schäden aufzuweisen. Von den 10.535 Wohnhäusern wurden total zerstört 2.611, beschädigt 6.735. Außerdem waren zerstört 50 öffentliche Gebäude, 156 Gewerberäume, 3 Schulen, das Theater, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Hotels, Gaststätten, die Mühlendammbrücke und andere wichtige Bauten der Stadt. Wir hören als nächstes Theodor Kehn, Student der Theologie. Ja, der Ausschnitt, den ich jetzt vorlesen will, stammt aus dem Roman Jahrestage von Uwe Jonsson. Uwe Jonsson ist einer der bedeutendsten Schriftsteller der Nachkriegszeit. Er wurde 1934 geboren, wuchs auf in Anklam und studierte in Rostock. Der Roman Jahrestage erzählt die Geschichte einer Familie Krespal in der Nachkriegszeit. Der vorliegende Ausschnitt handelt allerdings von den letzten Tagen des Krieges im fiktiven Mecklenburger Ort Wendischburg. Hier wurde dem Schleusenwart Martin Niebuhr der Befehl erteilt, die Schleuse zu sprengen, um die Rote Armee in ihrem Vormarsch aufzuhalten. Er überdenkt jetzt diesen Befehl. Er opferte 2 ganze, nicht einmal angebrochene Flaschen Schnaps, mit denen er eine Kuh hatte anzahlen wollen. Er ließ nichts aus. Dann kam er heraus damit, dass die Sprengung der Schleuse, wenn sie überhaupt einen militärischen Akt darstelle, doch eher gegen die zivile Bevölkerung gerichtet sei. Er konnte seinen Gästen die mecklenburgischen Höhenlagen aufzeichnen. Sagen Sie ruhig Berge, wenn es auch mecklenburgische Berge sind, es sind Berge, hinter denen die Rote Armee unbehelligt nach Norden ziehen konnte, notfalls auch noch nach der Sprengung der Bolterschleuse an der Müritz, ohne dass sie sich bei der Besetzung eines großen nassen Flecks südlich von Wendischburg sonderlich beeilen müsste. Und ein Fleck wird das, weiter nichts. Oft, wenn ich nach dem Krieg auf der Schleuse war, habe ich ihn darauf angesehen, ob er wohl brüllen könnte, und fand ihn doch still, gutmütig, geduldig, eher ein Großvater, denn ein Onkel für die beiden Kinder seines Bruders. Jedoch die Niebuhrs hatten damals einen jungen Panzersoldaten auf ihrem Dachboden versteckt, der desertiert war. Und Karsch sagt, er habe die Stimme des Alten laut durch die Stubendecke kommen hören. Der ältere Junge, Klaus Niebuhr, trug Karsch heimlich seinen Anteil am Abendessen nach oben, und Karsch fiel es ein, dass er doch auch Telefon sei, wo die Russen inzwischen standen. Das kannst du lange abstreiten, Karsch. An dieser Stelle machte Krespal seinen Schwager Niebuhr am Telefon nach, als habe er ihn dabei gesehen, hielt sich die Hand wie mit einem Hörer ans Ohr, unmäßig verblüfft über das Ausbleiben des Amtstons, hielt den Hörer vor sich wie etwas Widerliches, legte ihn weg. Sein gewöhnliches Telefon war an das Postamt geschaltet, und dort hatte die SS die Fernsprechzentrale außer Betrieb gesetzt. Niebuhr hatte den Mut aufbringen wollen, über eine Leitung zu sprechen, die von der geheimen Staatspolizei abgehört werden konnte. Es fiel ihm schwerer, sein zweites Telefon, den Apparat im Binnennetz des Wasserstraßenamtes zu benutzen, für einen Zweck, der doch geradezu privat zu nennen war. Jedoch war er in Eile. Er konnte sich nicht darauf verlassen, dass die beiden Pioniere noch lange ohne Verdacht allein blieben mit seiner Frau und dem Cognac. Die erste Schleuse, südlich von Wendischburg, meldete sich mit ernsthaftem »Was ne Wirtschaft! Nein, was ne Wirtschaft!« »Ja«, sagte Martin Niebuhr,
Er war auch behindert von der Tarngeschichte, die er auf der öffentlichen Leitung hatte benutzen wollen. Sie sind all hier, sagte Ewart. Ich habe ihn 1952 besucht im Strelitzschen. Er erzählte es auch so. Nibo musste seinen Hoch- und Landesverrat gar nicht selber einleiten. Es war ein sowjetischer Offizier, der Ewart den Hörer wegnahm und Angaben über die Lage in Wendischburg verlangte. Da er die deutsche Sprache fast ohne fremde Anklänge benutze, musste Nibo ihn bitten, doch einmal etwas Russisches zu sagen. Ich verstehe Sie nicht, sprechen Sie bitte Hochdeutsch, sagte der Russe auf Russisch. Nibo glaubte immer noch an eine Falle der SS und musste noch einmal nach Ewart verlangen. Das sind die Russen, am ganzen Leibe, bestätigte ihm Ewart. Und nun, nach dem zeitraubenden und berechtigten Misstrauen, bekamen die Sowjets ihr Feindbild. Die SS war am Geburtstag des Österreichers in Wendischburg eingerückt und hatte der Stadt unverzüglich ein Geschenk für die Gelegenheit auferlegt. In einem Halbkreis um das Südertor hatte die Bevölkerung Panzergräben ausheben müssen. Die Straße sah unversehrt aus, war aber für die Sprengung vorbereitet. Das Tor sah einladend aus, offen wie ein Denkmal, ganz wie in den Reiseführern. Es waren aber dahinter Schienen gelegt, auf denen eine Wand aus soliden Steinen quergeschoben werden konnte. Hier, links und rechts an der Stadtmauer, hatte die SS Maschinengewehre aufgebaut. In der Stadt war noch ein Trupp, der die Oberschule bewachte. Dort wurden Häftlinge aus aufgelösten Konzentrationslagern gehalten, die weiter nicht hatten getrieben werden können. Die Wachmannschaft sollte die Häftlinge erschießen, sobald der Sieg in Wendischburg fraglich wurde. Martin Niebuhr bestätigte dem Mann am anderen Ende der Leitung sehr verlegen, dass unter den Todeskandidaten sowjetische Staatsbürger waren. An den Hafen hatte die SS nicht gedacht. Die Stadt war gegen den ganzen Untersee offen. Im Norden lag Wehrmacht. Diese Truppe hatte aber schon weiterziehen wollen, bevor die SS sie unter ihren Befehl nahm. Ich danke Ihnen für Ihren Kampf für den Frieden, sagte die Stimme in dem sonderbaren, sorgfältigen Deutsch zu Niebuhr, sodass er mit Kopfschütteln zurückkam in das Wohnzimmer zu seinen Gästen. Er erzählte ihnen, dass er telefoniert hatte. Ihm sei von Ewart gesagt worden, die Sowjets kämen in einer halben Stunde. Sie kamen von Norden nach Wendischburg herein, als es eben noch dunkel war. Sie trafen an der Seeseite der Stadt die Abteilungen, die gegen Mitternacht über den See gekommen waren. Und geschossen wurde nur an der Oberschule, nicht lange. Erst als sie die Häftlinge frei hatten, kümmerten sie sich ernstlich um die SS am Südertor. Und die Reste der SS fuhren eilig an der Schleuse vorbei und nahmen die erste Abzweigung in Richtung Westen. Dann zogen die Pioniere bei Niebuhr ihre Uniformen aus, verkauften ihm das Dynamit und das Motorrad, zogen zu Fuß durch den Wald in Richtung Müritz zu einem Dorf, in dem Martin Niebuhr Leute kannte. Am nächsten Tag zog die Rote Armee förmlich in Wendischburg ein, die Fahne voran, zwischen den unversehrten Fachwerkgiebeln Wendischburgs. Gewiss ist viel telefoniert worden in dieser Nacht. Crespa schloss seine Geschichte mit dem Spruch, der in den Balken eines Hauses in der alten Straße von Wendischburg gehakt ist. Drei Häuser von der Post und vielleicht ist er immer noch zu sehen. Allen zu gefallen tut ein Malen. Reno Stutz von der Geschichtswerkstatt Rostock. Ich möchte Ihnen zwei kleinere Beiträge aus dieser Chronik vortragen. Diese Chronik beinhaltet die Hinterlassenschaften französischer Militärgeistliche, die von 1941 bis 1945 hier in Rostock, Warnemünde, auf der Hohen Düne inhaftiert waren. Die Franzosen mussten in Rostocker und Warnemünder Betriebe arbeiten und hatten die Möglichkeit, ihre Erinnerungen aufzuschreiben und zu retten. Ein Glücksumstand für jeden Historiker, als wir 2003 auf diese Erinnerungen stießen und sie hier in der Schriftenreihe des Stadtarchivs Rostock herausbringen konnten. Zwei kleine Ausschnitte möchte ich Ihnen vortragen. Der erste Ausschnitt behandelt den 2. Mai, den Tag der Befreiung für die Franzosen. Es ist ein Mittwoch. Um 11 Uhr kommt endlich ein russischer Soldat. Wir merken es erst, als er mit einer Gruppe deutscher Soldaten diskutiert. Später haben wir viele Russen gesehen, zu viele. Aber dieser bleibt in unseren Gedächtnissen, wie der perfekte Typ seiner Landsleute. Jung, sportlich gebaut, sogar schön.
Er trägt keinen Helm, er ist allein unter Hunderten von deutschen Soldaten und Zivilisten. Er gibt Befehle. Die deutschen Soldaten müssen nach Rostock, die Franzosen müssen hier warten. Allmählich kommen andere Russen in kleinen Gruppen wie Sonntagsspaziergänger, einige Offiziere im Wagen. Wir umkreisen sie. Sie verbrüdern sich mit den russischen Gefangenen des Bauernhofes. Diese stellen ihnen die Franzosen vor und erklären und erzählen ihnen, was die für sie getan haben. Auf einmal werden wir von den russischen Offizieren umarmt. Bilder werden gemacht. Ein deutscher Wagen hält. Ein junger deutscher Offizier fährt, ein anderer sitzt neben ihm. Zwei russische Soldaten mit Maschinenpistolen in der Hand sitzen auf dem Kofferraum. Die deutschen Offiziere sind von einer empörenden Einfallslosigkeit. Hitler kaputt, Nazis nicht gut, ist alles, was sie zu sagen haben. Einer von ihnen lässt sich von dem immer wachen Lantin sein wunderbares Fernglas abnehmen. Einige Augenblicke später nimmt Lantin einen deutschen Offizier, der völlig das Zutrauen verloren hat, vor den Russen in Schutz. Die französischen Militärgeistlichen verlassen die Hohe Düne und ziehen auf der Bundesstraße Richtung Wismar und treffen dort am 7. Mai 1945 in dem kleinen Dorf Hornsdorf unmittelbar vor Wismar ein. An dieser Ebene zwischen Wismar und Hornsdorf lag die Demarkationslinie. Die Rote Armee stand im östlichen Bereich und britisch-kanadische Truppen, die Wismar befreit haben, im westlichen Bereich. Hier erleben die Franzosen den 8. Mai, ein Dienstag. Der Feldwebel des Landes hat immer vorausschauend ein Akkuradio mitgenommen, was uns erlaubt zu erfahren, dass der 8. der offizielle Tag des Sieges ist. Im Rückkehrfieber hatten wir die Nachrichten weniger verfolgt. Für uns war der Krieg schon zu Ende. Heute wollen wir diesen großen Tag ehrenvoll feiern. Die französischen Quartiere werden informiert. Jedes delegiert einen zuständigen Unteroffizier. Um 3 Uhr nachmittags versammeln sich alle Franzosen auf einem Platz, wo 2 Masten stehen. Ein russischer Offizier, zuständig für die Heimkehr der Franzosen, ist angekommen. Er nimmt an der Zeremonie teil. Das eigene Leben des Lagers B-304 gibt etwas nach, weil wir jetzt in einer größeren Masse Franzosen integriert sind und unsere Sorge um ein brüderlicheres Leben auch andere einbezieht. Die Franzosen sind alle stolz und froh, plötzlich wieder Soldaten und Menschen zu werden und ihre nummerierte Persönlichkeit weit hinter sich zu lassen. Die Dorfglocke, von einem von uns geläutet, klingt fröhlich. Eine russische Fahne, die aus einem Federbett geschnitten wird, dessen weiße Federn über den Platz fliegen, wird langsam am ersten Mast hochgezogen. Dann kommt die französische Flagge, diejenige des Lagers B-304. Hauptmann de Prochwil begrüßt die russische Delegation und preist den Sieg der Alliierten. Zart übersetzt seine Rede für die Russen. Der russische Offizier hält auch eine kleine, von Zart übersetzte Rede, in der er den Marschall Stalin, den General de Gaulle und alle Kommandanten der Alliierten preist. Ein russischer Soldat, ganz froh über diese Ehre, die ihm zuteil wird, schießt in die Luft. Eine Schweigeminute einigt alle diese Männer aus allen Himmelsrichtungen Frankreichs und Asiens in demselben Gedanken der Dankbarkeit. Ein Vorbeimarsch schließt diese kurze und rührende Zeremonie ab.
Am Abend des 8. Mai werden im Radio die Nationalhymnen der Alliierten ununterbrochen gespielt. In der Nacht betrachten wir die Feuerwerke in Wismar und in der ganzen britischen Zone. Soweit die Erinnerung der französischen Militärgeistlichen zum 8. Mai. Und wir hören nun Walter Kempowski, vorgetragen von Katrin Möller-Funk, Leiterin des Kempowski-Archivs Rostock. Walter Kempowski, 1929 in Rostock geboren, gründete 1980 sein Archiv für unpublizierte Autobiografien. Aus diesem Riesenkonvolut von Dokumenten bekannter und unbekannter Zeitzeugen komponierte er ein kollektives Tagebuch in 10 Bänden. Den letzten Teil nannte er Echolot, Abgesang 45. Ich beginne mit Ausschnitten aus dem Vorwort. Heute, in den Tagen des Erinnerns, 2 Generationen nach Kriegsende, sind es andere Bilder, an die ich denken muss. Die Kamera schwenkt über das zerstörte Warschau, über die Leichenhaufen von Bergen-Belsen und über eine Gefängnismauer, die von Einschüssen gesprenkelt ist. Und noch immer werden Massengräber geöffnet und Tote exhumiert. In Hiroshima läutet die Glocke. Ich erinnere mich in diesen Tagen auch an die stillen Drecks der Flüchtlinge, an die zurückhetzenden, fliehenden deutschen Soldaten, rette sich wer kann, und an die fröhlich heimziehenden Fremdarbeiter mit ihren nationalen Kokarden. Auch an den weinenden Kindersoldaten auf der Protze seines zerstörten Geschützes muss ich denken. Meine Eltern besaßen eine Tabakbüchse aus der Zeit des 7-jährigen Krieges. Sie stand auf dem Radio neben Judenbart und Schlangenkaktus, auf der war zu lesen: Es wechselt alles ab, nach Krieg und Blut vergießen, lasst uns des Himmels Huld, des Friedens Lust genießen. Nein, von genießen kann keine Rede sein. Unser Film ist zwar durchgelaufen, aber es liegen andere bereit, die wir alle noch sehen werden. Wieder und wieder werden es Bilder von Krieg und Blutvergießen sein. Ein Ende der Vorstellung ist nicht in Sicht. An die Bilderbibel von Doré muss ich denken, die ich als Kind auf dem Teppich liegend durchblätterte. An die Sintflut. Die Wasser verlaufen sich und auf den Klippen liegen die Leiber der Ertrunkenen. Wir warten noch immer auf die Taube, die uns den Ölzweig bringt. Aber auf dem Bild von Doré spannt sich kein Regenbogen über den Toten. Nartum, Februar 2005, Walter Kempowski. Dienstag, 8. Mai 1945. 2077 Tage hat dieser Krieg gedauert. Er ist zu Ende. Winston Churchill, London. Der Krieg gegen Deutschland ist somit zu Ende. Vorwärts, Britannia, lange lebe die Sache des Friedens, Gott schütze den König. Harry Truman, Washington. General Eisenhower hat mir mitgeteilt, dass die Streitkräfte Deutschlands sich den Vereinten Nationen ergeben haben. Die Fahne der Freiheit weht wieder über ganz Europa. Josef Stalin, Moskau. Die Rote Armee und die Armeen unserer Verbündeten haben das faschistische Deutschland auf die Knie gezwungen. Wir konnten den deutschen Anführern keinen Glauben schenken, weil sie die Vertragsurkunden nur als bloßes Stück Papier betrachteten, hatten wir keinen Grund, ihnen aufs Wort zu glauben. Aber seit heute früh haben die deutschen Truppen in Ausführung der Kapitulationsbedingungen begonnen, massenweise ihre Waffen niederzulegen und sich in Kriegsgefangenschaft zu begeben. Das ist nicht mehr nur ein bloßes Stück Papier. Charles de Gaulle, Paris. Der Krieg ist gewonnen.
Der Sieg ist da. Der Sieg der Vereinten Nationen. Und das ist der Sieg Frankreichs. Stefan Heim, 8. Mai 1945, Bad Nauheim. Zu Ende. Das deutsche Oberkommando hat sich ergeben. Bedingungslos. Der Tag des Victory in Europa, auf den man so lange gewartet hat, ist gekommen. Der Spuk ist vorbei. Der Sergeant S.H. kleidet sich langsam an, dann greift er nach seiner Pistole, begibt sich in den Hof der Villa und feuert das ganze Magazin, eine Patrone nach der anderen, in die Luft. Draußen laufen die Menschen zusammen, begaffen durch das eiserne Gitter hindurch den einsamen Soldaten, der seine Pistole im Holster unter der Schulter wieder verstaut und achselzuckend zurückschreitet ins Haus. Er wird noch rasch einen Kaffee trinken, ein Mini-Päckchen Pulver auf eine Tasse heißen Wassers, bevor er quer durch den Park hinübergeht in die Redaktion. Sieg. Sieg bedeutet zunächst einmal zusätzlich Arbeit. Gerade will er den Rasen betreten, den Kurrasen, den gepflegten. Der Kiesweg rund um die Grünfläche ist ihm zu lang und zu langweilig. Und da sind auch die zwei Bübchen, 5- oder 6-jährig, die auf dem Gras herumtollen in der Sonne. Da, Gott inszeniert sein eigenes Theater, taucht eine Amtsperson auf. Eine Art Parkwächter oder auch Förster in moosgrünen Hosen, die ebenso moosgrüne Jacke stramm über Brust und Bauch und das befiederte Hütchen schnurgerade ausgerichtet über der Nasenwurzel und schnauzt die Bübchen an. Der Sergeant S.H. versteht nur verboten und geht zu auf den Uniformierten und stellt ihn. Er irre sich, teilt er ihm mit. Es sei nicht verboten, auf dem Rasen zu spielen, und er möge die Kinder gewähren lassen. Der Mann blickt S.H. an, aus verkniffenen Augen. Die Lippen zittern ihm. Er wagt nicht zu widersprechen. Er deutet nur auf das Schild. Weiß bemaltes Holzbrett, 30 Zentimeter über dem Gras. Verboten. Der Sergeant S.H. grinst. Auch dieses Schild gelte nun nicht mehr, erklärt er dem Grünen. Es sei aus und vorbei nun mit der alten Ordnung. Und Freiheit herrsche von jetzt an in Deutschland. Und alle dürfen tanzen und singen. Überall neue Tänze, neue Lieder und umherhüpfen auf dem Kurrasen im Kurpark von Nauheim. Kapiert? Und plötzlich in dem Ton, den der Mann gewöhnt ist. Stillgestanden, kehrt, abtreten. Der pariert auf der Stelle, schleicht ab, die Schultern gekrümmt. Eine Welt ist zusammengebrochen, seine. Also doch, endlich, Sieg. Aber auch die Bübchen haben sich davon gemacht. Nicht übers Gras, auf dem Kiesweg. Aus dem Epilog. Harry Truman, Washington. Nicht aller Faschismus ist mit Mussolini gestorben. Hitler existiert nicht mehr, aber die Samen seines Wahnwitzes haben in vielen fanatischen Köpfen Wurzeln gefasst. Es ist leichter, die Tyrannen zu beseitigen und die Konzentrationslager aufzuheben, als die Ideen auszurotten, aus denen sie geboren sind und ihre Kraft gezogen haben. Der Sieg auf dem Schlachtfeld war unerlässlich, aber er ist nicht alles. Um eines guten, eines dauerhaften Friedens willen müssen die gutgesinnten Völker in aller Welt ihre Entschlossenheit wahren, den bösen Geist zu zertreten, der die Welt im letzten Jahrzehnt überschattet hat. Vielen Dank. Und wir hören als nächstes Christina Innemann von der katholischen Pfarrei Herz Jesu Rostock. Ich lese aus einem Buch, das anlässlich des 100-jährigen Bestehens der katholischen Gemeinde in Rostock erschienen ist, 2009. Es heißt Christuskirche, katholische Gemeinde in Rostock im Wandel der Zeit. Herausgegeben wurde es vom Heinrich-Theissing-Institut Schwerin.
Je länger der Krieg dauerte, desto schärfer wurden die behördlichen Vorschriften für die Seelsorge an Zwangsarbeitern. Termin und Ort der Gottesdienste für Fremdarbeiter wurden oft willkürlich angeordnet. Veränderungen im Sinne der Betroffenen mussten umständlich beantragt werden. Ukrainer mit dem Zeichen Ost durften allerdings auch an deutschen katholischen Gottesdiensten teilnehmen. Nach den schweren Bombenangriffen 1942 und 1943 wurde die Christuskirche wochenlang als Möbellager für Ausgebombte genutzt, sodass die Feier der Gottesdienste sehr eingeschränkt war. Diese mussten normalerweise bei Tage stattfinden, da eine nächtliche Beleuchtung der Kirchen untersagt war. Pastor Hemesaat beantragte am 21. Dezember 1943 beim Polizeipräsidium für die Christmette, um 6 Uhr morgens Licht einschalten zu dürfen. An die Deutsche Reichsbahn ging am 29. Dezember die Anfrage, ob die aufgeführten Geistlichen und Pfarrhelferinnen für die Ausübung ihres Berufes ihre Fahrräder auch 1944 wieder mitnehmen dürften. Für einige Priester im Dekanat musste der Pastor Anträge auf Freistellungen von militärischen Dienstverpflichtungen stellen. Am Ostermontag, den 10. April 1944, feierten 50 Kinder in der Christuskirche ihre Erstkommunion. Einen Tag später, am 11. April, fand die damit verbundene Dankesandacht statt. Nach dem Mittagessen gab es am selben Tag 2-mal Vollalarm. Gegen 13.15 Uhr und 13.35 Uhr flogen etwa 200 amerikanische Flugzeuge einen Angriff auf die Stadt. 700 schwere Bomben und 500 Flüssigkeitsbrandbomben wurden auf die Wohngebiete abgeworfen. Die Mitarbeiter der Christusgemeinde suchten Schutz im Sakristeikeller. 2 Sprengbomben trafen die Kirche. Der spitze Turmhelm der Kirche zerbarst. Das Dach wurde schwer beschädigt und der Sakristeikeller brach ein. Aus dem Sakristeikeller wurden der Pastor sowie die Cousine und Wirtschafterin des Pastors, Fräulein Flasspöhler, verletzt geborgen und kamen sofort in die Klinik. Unverletzt blieben ein Säugling, der den Angestellten anvertraut worden war, und ein 13-jähriger Junge. Zu beklagen waren 8 Tote. Von den Pfarrangestellten waren nur die Pfarrhelferin Franziska Blattner und Vikar Hermann Jansen verblieben, die nun die Beerdigungen und das Gemeindeleben organisieren mussten. Am 30. April 1944 besuchte Bischof Berning die Rostocker Katholiken und feierte mit der Gemeinde in der evangelischen Heiliggeistkirche einen Gottesdienst. In diesem Gotteshaus durfte die Christusgemeinde bis Oktober zu Gast sein. Bis zum Mai 1945 sollte der verheerende Krieg, der von Nazi-Deutschland ausgegangen war, noch dauern. Er brachte Not und Zerstörung über viele Länder der Erde und forderte die ungeheure Anzahl von 50 Millionen Menschenleben. Sie hören nun noch einmal Pastor Wilfried Knees. Ich lese einen kurzen Abschnitt aus den Lebenserinnerungen von Heinrich Rathke, 1928 in Mölln geboren, aufgewachsen in Malchow, war er Mecklenburger Pastor, auch Pastor hier in Rostock in der Südstadtgemeinde und Bischof und die letzten Jahre wieder Pastor in Kriwitz. Die Stunde Null und der Neuanfang. Der 8. Mai 1945 ist uns aus der DDR als Tag der Befreiung noch gut in Erinnerung. Was uns dies Datum persönlich und in den weiteren Zusammenhängen von Familie, Volk oder Glauben und Kirche bedeutet, ist bis heute immer neu bedenkenswert. Wie ist es mir ergangen? Seit Februar 1944 hatte ich, wie schon berichtet, ein Jahr lang bei der Marine verbracht. Vor der holländischen Küste sahen wir auf dem Festland immer wieder Blitze und aufsteigende Kondensstreifen. Man erklärte uns, das seien die neuen Wunderwaffen, V1 und V2, die nach England unterwegs seien. Zum anderen zogen fast täglich Hunderte von alliierten Bombern über uns hinweg, um die deutschen Großstädte in Schutt und Asche zu legen.
wir konnten sie mit unserer schweren Flak kaum daran hindern. Und von Westen kam die Front der Invasion nach der Landung der Alliierten an der französischen Küste immer näher auf uns zu. Da wurden wir Anfang 1945 von der Marine abgezogen, wir vom Jahrgang 1928. Hitler hatte den Jahrgang 1928 noch für kriegsfähig erklärt. So gehörte ich mit meinen kaum 16 Jahren zum letzten Aufgebot. Wir sollten mit der Armee Wenck das fast schon eingekesselte Berlin befreien. In einem Arbeitsdienstlager bei Grevesmühlen wurden wir auf den Bodeneinsatz kurz vorbereitet. In zusammengesuchten Uniformen mit französischen Beutegewehren und Panzerfäusten und lettischen Beutegermanen, die uns ausbildeten. Am 20. April 1945, dem 56. Geburtstag Hitlers, erschien ein hochdekorierter Offizier, um uns Kindersoldaten in fanatischer Weise zu motivieren. Sein Thema: Warum uns der Endsieg sicher ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir begeistert in den Kampf gezogen sind. Wir haben damals die Front bei Berlin nicht mehr erreicht. Wir gerieten zwischen die Fronten, zwischen Sowjets und Alliierte und kamen gerade noch mit dem Leben davon. Unsere Oberen hatten offenbar nur noch die Absicht, sich möglichst in den bislang unbesetzten Norden nach Holstein abzusetzen. Als wir irgendwo völlig erschöpft durch die Gegend zogen, ging es am 30. April 1945 von Mund zu Mund durch unsere Reihen: Der Führer ist im Kampf um Berlin gefallen. Ich kann mich dann nur noch an ein dumpfes Gefühl erinnern. Was sich in diesen letzten Kriegstagen an Tragödien und Furchtbarem ereignete, bei der Auflösung und Liquidierung der KZs und auf den Todesmärschen, bei der Eroberung und dem Einmarsch der Siegermächte von Ost und West, hat uns nicht mehr erreicht. Berlin hatte schon am 5. Mai 1945 kapituliert. Das Deutsche Reich insgesamt kapitulierte bereits am 7. Mai 1945 im amerikanischen Hauptquartier. Auf Wunsch Stalins wurde diese Kapitulation Deutschlands noch am 8. Mai im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst wiederholt. Wir haben unsere Gewehre erst am 9. Mai 1945 irgendwo bei Plön in den Graben geworfen. Da erst hatte uns die Nachricht von der Kapitulation erreicht. Kein alliierter Soldat war dabei, zu groß war die Schar der Gefangenen. In Hundertschaften eingeteilt schickte man uns in den Wald, sehr notdürftig versorgt, ohne jegliches Dach über dem Kopf oder schützende Zelte. Für kurze Zeit mussten wir sogar noch wieder zum Exerzieren antreten. Die Alliierten wollten nun doch noch den Spieß umdrehen und gegen die Sowjets kämpfen. Die restlichen deutschen Truppen sollten dabei helfen. Da lag ich nun im Mai und Juni und länger im kalten holsteinischen Buchenwald, dazwischen auch mal in einem unbesetzten Kuhstall, und döste und hungerte vor mich hin, fühlte mich von Gott und der Welt verraten und verlassen. Ich wusste nicht mehr, wohin ich gehörte. Man sprach damals von den DPs, den Displaced Persons, entwurzelten Menschen. Ich empfinde es bis heute als die Stunde Null. Ich möchte noch ein ganz anderes Werk heute mit einbeziehen, das Biografiewerk, das Rahel Frank erarbeitet hat, Biografien politisch Verfolgter und Diskriminierter in Mecklenburg 1945 bis 1990, ein erinnerungskulturelles Projekt. Daraus zwei Seiten über Kurt Pischke, geboren 1929. Er ist letztes Jahr im März gestorben. Kurt Pischke wurde am 26. Juli 1929 in Briesenitz im Kreis Deutschkrone in Hinterpommern als dritter von vier Brüdern geboren. Der Vater arbeitete bei der Reichsbahn im Rangierwerk. Im Sommer 1944 beendete Kurt Pischke die Volksschule und begann eine Ausbildung zum Maschinisten beim Reichsbahn-Ausbesserungswerk in Posen. Im Januar 1945 wurde das Werk nach Berlin evakuiert, die Wege trennten sich, denn auch die Eltern mussten flüchten. Kurt fand sie erst im Juli 1945 in Neuenhagen bei den Minen wieder. Der Anfang dort war schwer. Viele Flüchtlinge aus Hinterpommern,
Ostpreußen und im Sudetenland benötigten Unterkunft und Lebensmittel. Das heutige Mecklenburg-Vorpommern war am schwersten von allen 5 östlichen Ländern bzw. Provinzen betroffen. 1,4 Millionen Menschen waren zwischen 1945 und 1946 zusätzlich ins Land gekommen. Kurt Pischke half im Haus und in der Landwirtschaft mit. An eine Fortsetzung der Lehre war vorerst nicht zu denken. Er war 16 Jahre alt, als ihn Sowjetsoldaten des NKWD, das ist das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten der UdSSR, am 3. Dezember 1945 nachts verhafteten und ohne Urteil im Speziallager Nummer 9 der sowjetischen Militäradministration in Fünfeichen bei Neubrandenburg internierten. Der Vorwurf lautete auf Mitgliedschaft bei den sogenannten Wehrwölfen. Pischke hatte diesen nie angehört, aber dazu wurde er auch gar nicht befragt. Die Speziallager hielten Männer, Frauen und Kinder ausdrücklich auch ohne rechtskräftiges Urteil fest. Bis Januar 1947 blieb er im Lager. Die Verpflegung war unzureichend und wurde im Winter 1946-47 sogar noch einmal um ein Drittel gekürzt. Innerhalb weniger Monate starben 1500 Häftlinge in Fünfeichen und wurden in den umliegenden Wäldern in Massengräbern verscharrt. An manchen Tagen sammelte der Leichenkarren 80 Tote im Lager. Aber Kurt Pischke hatte Glück, denn er war in der Küche als Kartoffelschäler angestellt. Insgesamt waren im Speziallager Nummer 9 in Fünfeichen zwischen 1945 und 1948 15.000 Männer und Frauen interniert. Etwa ein Drittel der Häftlinge starb an Unterernährung und Folgekrankheiten wie Tuberkulose, Diphtherie, Ruhr und Typhus. Ein weiteres Drittel wurde 1948 entlassen und etwa 5.000 Häftlinge wurden in andere Lager der SBZ, der sowjetischen Besatzungszone, verlegt oder in die Sowjetunion zur Strafarbeit in den Kohle- und Erzschächten deportiert. Zur letzten Gruppe gehörte Kurt Pischke. Im Januar 1947 hat die Regierung der Sowjetunion 27.500 Lagerinsassen aus den 9 Speziallagern der DDR zur Zwangsarbeit in Sibirien angefordert. Kurt Pischke kam zusammen mit 1.100 Häftlingen aus Fünfeichen nach Prokopjewsk in das Gebiet Kemerovo in Sibirien, wo das Hauptabbaugebiet der sowjetischen Kohleförderung lag. Wiederum hatte er Glück. Er musste nicht unter Tage Kohle abbauen, sondern konnte aufgrund seiner Ausbildung zum Maschinisten im Reparaturwerk des Kohleschachts arbeiten. Kurt Pischke war jung und ungebunden. Das machte ihm das Durchhalten leichter als anderen. Im Frühjahr 1950, inzwischen 20 Jahre alt, wurde er entlassen. Am 28. April 1950 traf er in Frankfurt-Oder ein. Sofort machte er sich zu den Eltern nach Neuenhagen auf. Er fing sein Leben noch einmal neu an, heiratete, arbeitete als Tiefbauarbeiter in Rostock. 1954 zog er nach Bützow, wo er mit seiner Familie lebte. Kurt Pischke starb am 18. März 2019. Von ihm wörtlich aus einem Gespräch im Dezember 2016. Am 28. April 1950 bin ich entlassen worden und dann bin ich von Alten Treptow nach Neuenhagen zu Fuß gelaufen. Mit meiner Pelzmütze war ja zu sehen, woher ich kam. In Neuenhagen haben die Leute zum 1. Mai demonstriert und sie haben gesungen, Brüder zur Freiheit, zur Sonne. Aber da, wo ich vorbeikam, da hat keiner mehr gesungen. Das war ja zu sehen, wo ich herkam mit meiner japanischen Pelzmütze. Ich war ein sogenannter Heimkehrer und da hat keiner mehr gesungen. Als ich nach Neuenhagen kam, da wollte mein jüngerer Bruder den Hund auf mich hetzen. Er hatte mich mit meiner Pelzmütze, den Arbeitsschuhen und dem Tornister auf dem Buckel nicht erkannt. Geh mal rin und sag Muttern Bescheid, Kurt ist da. Da war ich bei Mama. Wir hören Ulrika Rinke vom Literaturhaus Rostock. Ich darf Ihnen einen Text vorstellen von Juri Rossow, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Rostock.
der eigentlich für heute auch eingeladen war, aber den ersten Schabbat seit Wochen feiern kann heute. Und er hat uns ein Gedicht zur Verfügung gestellt, das ich vorlesen werde. Ich gehe durch die Straßen meiner Schattenstadt. In den Kopfhörern keine Musik, nur ein Flüstern. Tausende Münder flüstern in mir. Niemand hat überlebt. Auf beiden Seiten. So etwas konnte man nicht überleben. Und jeder Stein ist Stolperstein. Ich gehe durch die Straßen meiner Schattenstadt, wo es keine Schatten gibt, weil Sonne fehlt. Ich kann die Route ändern, ich kann den Player forttun. Dann werden die Bäume flüstern. Oder Regen. Es macht keinen Sinn, in eine andere Stadt zu fliehen, weil jede Stadt ist Stolperstadt. In meiner Wohnung, zu Hause, das Wort ist überflüssig, beim Tapezieren habe ich plötzlich Angst, dass unter alten Tapeten geschrieben steht, wir wohnten hier. Und das Datum vom Transport nach Riga, Theresienstadt, nach Auschwitz. Absurde Angst, zumal in einem Neubau. Und jeder Tag ist Stolpertag. Wenn in der Synagoge Kaddisch gelesen wird, antworten Amen tausende Münder. Ich frage mich, für wen? Für wen? Für wen? Im Kerzenschein sehe ich nach oben. Wie lange soll man stolpern, Vater? Wie lange, ewiger? Und jedes Stolpern ist Gebet und Weinen. Das ist also ein Gedicht von Juri Rostow für all die, die den Holocaust nicht überlebt haben. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt für die Livestream-Lesung noch einen Text vorlesen können, dass ich den Text vorlesen darf von Ruth Klüger, eine Überlebende des Holocaust. Ich lese aus ihrem Buch Weiterleben. Ich halte es kurz hoch. Ausschnitte. Sie ist Germanistin und Autorin, 1931 geboren in Wien. Das Buch Weiterleben erzählt ihre Kindheit und Jugend bis zur Befreiung und bis zur Emigration. Das Buch ist 1992 erschienen und machte sie mit einem Schlag bekannt. Es folgten weitere Bücher, deren Namen Sie vielleicht kennen. Eines gibt den Namen einer Reihe hier in der anderen Buchhandlung, Frauen lesen anders. Sie ist Germanistin in den Vereinigten Staaten, wo sie auch heute noch lebt und hat eine zweite Heimat in Göttingen gefunden. Und zum Abschluss hören wir noch einmal Lorenz Meck. Ich darf ganz zum Schluss noch einen Text lesen, der in zwei Dimensionen ein bisschen Meta ist. Meta in dem Sinne einmal zeitlich. Der Text ist von Hannah Arendt und sie schildert ihre Erlebnisse, als sie 1949 nach Deutschland zurückkommt, nur auf einen Besuch. Und in der anderen Dimension Meta, weil sie eben schildert, was ihr da so passiert, vor allem was sie darüber denkt. Hannah Arendt, vielleicht nur noch ganz kurz, ist eine der bedeutendsten Intellektuellen der letzten Jahrzehnte gewesen, kann man doch sagen. Sie wurde 1906 geboren in Hannover, hat sich wissenschaftlich als Philosophin Totalitarismustheorien verschrieben und hat auch den Eichmann-Prozess in Jerusalem mitverfolgt. Und sie lebte nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin in den USA und kehrte nicht nach Deutschland zurück. Der Anblick der zerstörten Städte in Deutschland und das Wissen um die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager haben Wolken der Melancholie über Europa gelegt. Aber nirgendwo wird der Albtraum von Zerstörung und Schrecken weniger verspürt und nirgendwo wird weniger darüber gesprochen als in Deutschland selber. Überall stößt man auf die offensichtlich fehlende Reaktion darauf. Aber es ist schwer zu sagen, ob dies auf eine halbbewusste Verweigerung von Trauer oder auf eine echte Gefühlsunfähigkeit zurückzuführen ist. Inmitten der Ruinen schicken sie einander Postkarten mit Bildern von Kirchen, Marktplätzen, Brücken, die es gar nicht mehr gibt. Und die Gleichgültigkeit, mit der sie durch die Trümmer laufen, findet sich genau in der Abwesenheit von Trauer für die Toten und in der Apathie wieder, mit der sie auf das Schicksal der Flüchtlinge unter ihnen reagieren.
Diese offensichtliche Herzlosigkeit ist nur das am auffälligsten sichtbare Symptom einer tief verwurzelten, hartnäckigen und manchmal bösartigen Weigerung, sich dem tatsächlichen Geschehen zu stellen und es auch zu bewältigen, statt es mit billiger Sentimentalität zu überdecken. Der Durchschnittsdeutsche sucht die Ursachen des letzten Krieges nicht in den Handlungen des Nazi-Regimes, sondern eher in Ereignissen, die zur Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradiese führten. Keine Klarheit, alles ist vernebelt. Die Flucht aus der Wirklichkeit ist natürlich auch eine Flucht aus der Verantwortung. Alle Völker Westeuropas haben sich angewöhnt, für ihr Missgeschick Kräfte außerhalb ihrer Reichweite verantwortlich zu machen. Aber in Deutschland ist diese Haltung ausgeprägter als anderswo. Kaum einer kann der Versuchung widerstehen, für alles nur Erdenkliche den Besatzungsmächten die Schuld zu geben. Die beharrliche Behauptung, dass es einen sorgfältigen Racheplan der Besatzungsmächte gegen Deutschland geben müsse, dient als tröstendes Argument für den Beweis der gemeinsamen Sündhaftigkeit aller Menschen. Auf allen Gebieten herrscht offensichtlich Übereinstimmung darin, dass jeder ein Recht auf eine eigene Meinung habe. Und dahinter verbirgt sich die stillschweigende Annahme, dass Meinungen im Grunde unbedeutend seien. Das ist nun ein wirklich ernsthaftes Problem, nicht nur, weil dadurch die Diskussionen oft so hoffnungslos werden, sondern vor allem, weil der Durchschnittsdeutsche aufrichtig diese nihilistische Relativität gegenüber Tatsachen für das Wesen der Demokratie hält. In Wahrheit ist das natürlich ein Vermächtnis des Nazi-Regimes. Die Schnelligkeit, mit der nach der Währungsreform das Alltagsleben in Westdeutschland zur Normalität zurückkehrte und überall der Wiederaufbau begann, wurde in ganz Europa zum Gesprächsstoff. Zweifellos arbeiten nirgendwo Menschen so hart und lange wie in Deutschland. Sieht man unter die Oberfläche, so stellt man jedoch fest, die Einstellung der Deutschen zur Arbeit hat einen tiefen Wandel erfahren. Die alte Tugend, mit dem fertiggestellten Produkt auch eine besondere Vortrefflichkeit zu erreichen, hat einem nur mehr blinden Bedürfnis Platz gemacht, geschäftig zu bleiben. Wenn man die Deutschen beobachtet, wie sie sich geschäftig durch die Ruinen eines Jahrtausends ihrer eigenen Geschichte stolpern, die Schultern über die zerstörte Landschaft zucken oder es einem verübeln, wenn man sie an die Schreckenstaten erinnert, von denen die ganze umliegende Welt heimgesucht wurde, dann erkennt man langsam, dass ihre Geschäftigkeit zur Hauptverteidigung gegen die Wirklichkeit geworden ist. Und man möchte ihnen zurufen, aber das ist nicht wirklich. Wirklich sind die Taten, die du vergessen hast. Meine Damen und Herren, das war unsere zweite Online-Lesung mit dem Titel »Wir sind nicht befreit« vom 8. Mai. Rostockerinnen und Rostocker lesen Texte von Autorinnen und Autoren zum 8. Mai 1945. Sie können sich diese Lesung als Filmmitschnitt weiterempfehlen oder sich selbst anschauen über unsere Website www.anderebuchhandlung.de oder über YouTube direkt. Für die technische Realisierung bedanken wir uns bei RockTV, Thomas Braun und Philipp Lehner mit seiner Firma Schwarzraum Media. Wir bedanken uns bei den Verlagen, die uns die Genehmigung erteilt haben, die Texte zu verwenden, beim Hansa Verlag, beim Suhrkamp und beim Insel Verlag, beim Wallstein Verlag, beim Rotbuch Verlag und bitte um Entschuldigung für alle Verlage, die ich jetzt vergessen habe, ist meinem Alter geschuldet. Zum Schluss möchte ich Ihnen natürlich noch zwei Buchtipps auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Zum einen das gerade erschienene Buch von Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches, erschienen im CH Beck Verlag, und von Niklas Frank, Dunkle Seele, feiges Maul, wie skandalös und komisch sich die Deutschen beim Entnazifizieren reinwaschen, erschienen im JHW Dietz Verlag. Ich hoffe, die Veranstaltung hat Ihnen gefallen. Empfehlen Sie sie weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.